Meine geliebten Kinder des Lichts, ihr seid in diesen Zeiten oftmals höchst herausgefordert. Das ist nicht, um euch zu bestrafen. Das ist nicht, um euch von eurem Weg abzubringen und nicht, um euch in niedere Schwingungen zu bringen. Dies geschieht, um euch in diesem Aufstiegsprozess, den ihr durch eure innere Entwicklung forciert, mehr und mehr mit euch zu verbinden und in höhere Sphären aufsteigen zu können. Ihr müsst, meine Geliebten, und das ist wirklich wahrhaftig notwendig, Altes und Nichtdienliches loslassen. Um in höhere Energien zu kommen und dort dauerhaft verweilen zu können. Ihr könnt nicht im Dunkeln bleiben und gleichzeitig aufsteigen. Der Aufstiegsprozess ist ein innerer Entwicklungsprozess vom Dunkel in das Licht. Wie wollt ihr denn dauerhaft in das Licht kommen, wenn ihr euch nicht von dem Dunklen in euch verabschieden könnt? Neues könnt ihr nur dann in euer Leben bringen, wenn ihr nun das, was euch wahrhaftig nicht mehr dient, nun loslässt und da lässt, wo es hingehört. In eure Vergangenheit. Denn das, was auf euch wartet, ist viel größer und erfüllender als das. Nun, meine geliebten Kinder, ich weiß, ihr könnt euch das noch nicht im geringsten vorstellen, doch es wird das sein, wonach ihr euch in eurem, aus eurem tiefsten Herzen ersehnt. Absolute Liebe, Erfüllung, Harmonie in allen euren Lebenslagen. Es wird zwischen den Menschen, denen ihr begegnet, Liebe sein und nichts als Liebe. Alles andere wird und kann in dieser neuen Welt keinen Platz mehr haben. So ist diese Zeit eine große Bereinigung des Alten, was ihr immer noch nicht losgelassen habt. Infolge die Veränderung im Außen und eurer innerer Aufstieg in das Reich, wo ihr euch sehnlichst wünscht, endlich sein zu können. Nur durch Verabschiedung des Alten könnt ihr aufsteigen in euer inneres Licht. Das ist die momentane Qualität, die euch auf der Lebensbühne präsentiert wird, um aus allem auszusteigen, was euch nicht mehr dient. Euer euch Liebender, göttlicher Vater.